Danke des Three-Headed Monkey. Ich freue mich, dass ihr hier seid und zwar zu einem spannenden Thema. Wir haben nämlich heute das Thema Elektronikschrott. Jeder von uns hat wahrscheinlich davon Unmengen zu Hause. Ich weiß, unsere Wohnung ist relativ voll damit. Und jetzt stellt sich die Frage, wie entsorgt man das Ganze? Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe schon so einen ganzen Haufen neben der Tür liegen, den ich mal entsorgen müsste, aber noch nicht weiß, wie. Und vielleicht lerne ich ja heute oder das eine oder andere und ihr genauso. Und deswegen freue ich mich sehr, Lasermax hier bei uns begrüßen zu dürfen. Oh, war ein langer Tag. Und wünsche mir jetzt nochmal einen ganz großen Applaus für Lasermax. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich bin Lasermax. Ich beschäftige mich überwiegend mit Lasern auf Veranstaltungen und beschäftige mich mit dem Elektroschrott nur in der Freizeit eigentlich. Deswegen hat das hier jetzt auch gar nicht den großen wissenschaftlichen Anspruch, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist ein Thema, das mich seit Jahrzehnten mittlerweile schon beschäftigt und ich fange jetzt an, darüber auch mal ein bisschen zu referieren. Am Anfang, wie hat das eigentlich bei mir alles angefangen? Wenn ich zurückdenke vor 30 Jahren, ich interessiere mich für Elektronik, ich finde es spannend, Dinge auseinanderzunehmen. Es gibt kein Internet, wo man sich in Gruppen zusammenfinden kann dazu. Es gibt keine downloadbaren Mikroprozessor-Beschreibungen. Alles muss man selber machen. Wo landete ich also nach einiger Zeit damals in der 8. Klasse oder was, da sagte ein Freund, hier, ich habe einen Kollegen, der ist schon ein bisschen älter, der verschrottet irgendwie ganz viel. Und so habe ich damals den Georg kennengelernt. Der Georg ist in Kiel, war 10 Jahre älter als ich und war halt schon beruflich unterwegs, war Lüftungsinstallateur und war deswegen wahnsinnig viel auf verschiedenen Baustellen, auf verschiedenen Gebäuden, auf Facilities halt, hat sehr viel Facility Manager, also Hausmeister kennengelernt, wenn er die Lüftungsklappen reparieren musste. Und dieser ist dann mit denen immer ins Gespräch gekommen, was gibt es denn da für Abfall, für Schrott? Und dann ist er mal in irgendwelchen medizinischen Instituten gewesen oder im Institut für Meereskunde in Kiel. Und überall war es so, ja, hier, das ist unsere Schrottabteilung, kannst du dir gern was von holen, kannst du gern was abholen. Und so hat der sich ein Netzwerk aufgebaut, in dem eine Menge Schrott und Technik zu ihm kam. Und warum ich das erzähle, ist, dass ich halt damit gerade mal 16, 18 meinen ersten Zugang zu Geräten bekommen habe, dadurch, dass ich sie zerlegt habe, dass ich also Millionen oder Hunderttausende Mark teure Computertomographen als Hobby zerlegt habe und dafür halt sehr viel über die Technik, die da drin steckt und die Technik, wie das alles funktioniert, gelernt habe. Dazu kommt, dass der Georg so ein Universalgenie war. Der hat immer gleich noch die Gebrauchsanleitung von den Geräten, die er zerlegt hat, gelesen und konnte also perfekt über alle Funktionen dafür referieren. Das nur als Hintergrund, warum ich mich eigentlich so für diesen ganzen Schrott interessiere. Ich habe dann mal geschaut, was sind denn jetzt die Wege, die ein ausgedienter PC irgendwie bei uns macht oder gar ein Fernseher, wer sowas noch hat. Und die klassischen Wege, die wir hier halt haben, sind natürlich die Deponie. Das heißt, die Sachen werden im Erdreich irgendwie vergraben. Führt dazu, dass der Begriff Urban Mining in ein paar Jahrzehnten durchaus wörtlich zu nehmen ist. Da kann man also wieder Rohstoffe rausholen. Das zweite ist ein großes Feld, wo ich mich auch nochmal interessiert nach Ghana für bewegt habe, komme ich gleich zu, ist der Export in Länder, wo es keine hohen Umweltauflagen gibt und Arbeitskräfte billig sind. Und das dritte, wo man so gerade denken würde, wo bringe ich meinen Elektroschrott hin, das ist halt der Abfallhof, der Recyclinghof, der Bauhof oder wie das in den einzelnen Kommunen heißt. Also das ist der Ort, wo man so gefühlt die Geräte korrekt abliefert und mit einem guten Gefühl und einem leeren Auto wieder wegfährt. Aber allzu gut kann das Gefühl auch nicht sein. Dazu kommen wir dann noch. Wie kommt eigentlich Elektroschrott in die Deponie? Das ist eigentlich ein bisschen der falsche Weg, weil das passiert genau dann, wenn mein Kleingerät, was eben in die Mülltonne passt, dann eben auch in die Mülltonne kommt und als Hausmüll dann den Weg nimmt, den der Hausmüll nimmt, sei es, dass er verbrannt wird, sei es, dass er eben auf die Deponie kommt. Und
Da gibt es nur den einen Schutzmechanismus, die Müllverbrennungsanlagen sortieren sämtlichen metallischen Müll, der also magnetisch ist, automatisiert über so große Magnetbänder, die über dem Müll querlaufen. Das Müllband läuft so, das Magnetband läuft drüber so und alles, was magnetisch ist, bleibt unten kleben. Damit sammeln die dann halt schon mal metallischen Schrott raus, der dann dem Metallrecycling zugeführt wird. Und über den Umweg kommen dann auch ein paar Elektroschrottgeräte wieder raus, die dann hoffentlich den Weg des Elektroschrotts tatsächlich nehmen. Und dann, zumindest in Berlin ist es so, wenn ich in Berlin zu einem Abfallhof der Berliner Recycle, der Berliner Stadtreinigung fahre, dann gibt es davor immer so ein paar alte Transporterautos, wo mit wackeliger Schrift draufgeschrieben ist, hier nehme TV kostenlos an, nehme Computer kostenlos an. Das sind dann so im Prinzip fliegende Händler, die dir eben das Gefühl geben, dass das Gerät ja nicht bei der BSR zerlegt und zerlegt und in den Müll kommt, sondern eben tatsächlich weiter genutzt wird oder womöglich einem anderen Zweck zugeführt wird. Und das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich Leute sind, die das aus natürlich rein finanziellen Gründen machen. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber denen geht es halt darum, möglichst funktionsfähige Geräte zu bekommen, die dann irgendwie wieder zu verkaufen oder eben, wie wir gleich zum Thema Ghana kommen, zu exportieren. Schwierig ist auch immer die Situation, wenn man denn Altgeräte hat und denkt sich, naja, das alte Computer hier, den alten 486er, ist doch noch gut, den kann man doch noch irgendwem spenden. Ist halt natürlich nicht so, weil wem auch immer man dem das spendet, der möchte auch einen schnellen Prozessor, der möchte auch ordentlichen RAM, der möchte auch arbeiten, der möchte auch Internet damit haben. Und deswegen habe ich hier das gut gemeint nur kursiv geschrieben, weil das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Was mit diesen Fernsehern passiert, die bei so einem fliegenden Händler abgegeben werden, zeigt eine Dokumentation von Arte sehr schön. Dort haben die einfach ein Fernsehgerät, ja, das war damals noch ein Fernseher, ein Röhrenfernseher, Sony Plectriniton, mit einem GPS-Peilsender ausgestattet und diesen Fernseher dann eben vor dem Recyclinghof einem dieser fahrenden Händler gegeben. Und man kann auf der Webseite sehen, welchen Weg dieser Fernseher innerhalb von 77 Tagen ab Abgabe eigentlich gemacht hat. Und überraschenderweise ist dann, das war in Hamburg allerdings, in Hamburg ist ja auch ein Seehafen, in Hamburg wurde dieser Fernseher dann zusammen mit anderen Computern und EDV-Geräten in einen großen Container geladen. Das passiert dann, wenn jemand aus Ghana mittlerweile in Deutschland Fuß gefasst hat, hier irgendwie ein Gewerbe aufgezogen hat und sein Geschäftsmodell darin besteht, Industriegeräte aus Deutschland, die hier irgendwie zu ihm gekommen sind, sei es, dass er sie günstig gekauft hat oder sich eben schenken lässt, in einem Container nach Ghana schickt. So ein Container nach Ghana kostet, also ich preise Ghana, weiß ich nicht, aber selbst sowas wie Thailand kostet 2000 Euro. Also wird es nach Ghana durchaus noch ein bisschen billiger sein. Und der Kollege, der also die Geräte hier sammelt und den Container tut, der ist natürlich jetzt auch kein Spezialist für Elektronikgeräte, der sieht einfach nur, das ist ein Fernseher, das ist ein Computer und meine Jungs in Ghana, die kriegen die auf jeden Fall wieder hin und wenn nicht, werden die damit schon irgendwas anderes machen. Das heißt, die Geräte kommen in der Regel ohne Funktionsprüfung in den Computer, in den Container und finden dann, wenn sie denn ankommen, eine rege Abnehmer. Schafft halt. Es gibt da also die eine Straße in Accra, wo also überwiegend Geschäfte sind. Also Geschäfte ist dann immer so ein Container mit so Ladenauslage auf dem Bürgersteig davor, wo es dann Monitore, Fernseher, Computer, das habe ich gesehen, Heimorgeln, also relativ groteskes Gerät auch wiederum feilgeboten wird. Und es gibt da jetzt da verschiedene Geschäftsmodelle, was die Leute damit machen. Jetzt hänge ich in meinen Folien hier. Wurscht. Zum einen werden die Geräte natürlich quasi mit Garantie vom Verkäufer an die Leute
verkauft. Zu doch erstaunlich hohen Preisen am Ende, weil irgendwie so ein, also gefühlt, also in der Reportage damals, die ist aber auch schon älter, war die Rede davon, dass da so ein Monitor durchaus 100 Euro bringt in Accra auf dem Markt. Das hat mich dann doch gewundert, weil doch die Chinesen da eigentlich auch hin exportieren müssten. Aber gut. Und das andere Geschäftsmodell ist, dass es da Geräte gibt, die offensichtlich kaputt sind oder eben vielleicht auch nicht kaputt, wo es dann einfach den Deal gibt, den Fernseher kriegst du so, der ist dann ungeprüft. Wobei ich mich dann auch frage, ob das nicht auch eine Formulierung für der ist kaputt. Ne? Ich habe ihn zwar geprüft und sag's dir nur nicht, aber egal, es gibt eben sehr günstig dann auch ungeprüfte Geräte ab Stapel. Und das führt dann dazu, dass Leute, die sehr wenig Einkommen haben. Ghana ist ja auch so ein Land, was also im Süden den Küstenstreifen hat. Da läuft es einigermaßen mit der Wirtschaft. Und im Norden ist es sehr trocken und die Landwirtschaft, da gibt es also nur Landwirtschaft. Und wenn es da zu trocken wird, dann haben die auch schlecht, haben die auch wenig zu tun und fahren nach in den Süden, um da irgendwie zu arbeiten. Und ein Geschäftsmodell, was man da als armer Mensch macht, ist, also so wie man hier vielleicht Pfandflaschen aus den Mülleimern sammelt, geht man da halt zum Händler, kauft sich irgendwie einen Bollerwagen voll defekter Fernseher, geht damit irgendwo um die Ecke, wo es keinen stört und macht mit steinzeitlichen Methoden, versucht man die Metalle und die, wenn es gut läuft, goldhaltigen Platinen rauszubekommen. Oder eben damals, als es noch viele Fernseher gab, zertrümmerst du erst die Bildröhre, um die Kupferspulen abnehmen zu können. Und die Kupferspulen mit dem Plastik drum, die werden dann verbrannt, zusammen mit allen anderen kabelähnlichen Material, was im Fernseher drin ist. Und am Schluss bleibt dann so ein Klumpen Kabelschrott, der tatsächlich einen Wert hat, der aber dann natürlich unter äußerst umweltbelastenden Wegen entstanden ist, weil verbrennst das Kupfer da. Also da hätte sie hier eine Kleingartenkolonie, hätten längst die Nachbarn sich gemeldet, aber da ist das irgendwie kein Thema. Und du lässt dein Zeug eben auch gleich um die Ecke da stehen. Und genau das ist in Ghana, in der Hauptstadt Accra, in Akbot Bloshie, so heißt der Stadtteil. Der ist eigentlich bekannt für den großen Zwiebelmarkt, der da ist. Und neben dieser Straße, wo es die Fernseher gibt, geht man dann so den Weg runter. Da gab es mal vor vielen Jahren, oder eigentlich nur vor 20 Jahren, glaube ich, noch eine schöne grüne Lagune. Und nachdem da also ausreichend Fernseher klein gemacht wurden, sah es da dann ungefähr so aus. Und das führt dann aber auch, das ist auch so eine Broken-Windows-Theorie, ne? Wenn da erstmal Müll ist, dann wird es auch immer schlimmer. Und die Leute da hinten, die wohnen da auch, da gibt es auch Kuhställe und da gibt es auch einen Schlachthof und das ganze Leben geht irgendwie weiter, aber es ist einfach umgeben, der ganze Boden ist voll mit Plastikteilen und irgendwie Zeug und ist alles nicht schön. Ich war da im Dezember mal und ja, also es gilt als einer der giftigsten Orte der Welt, so irgendwie Platz 1 Tschernobyl, 2 Fukushima und irgendwann noch in den Platz 10 soll Akbot Bloshie kommen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Genau, was passiert? Also erstmal das Geschäftsmodell Handel, kurz gesagt, der Fernseher kommt an, wird halt weiter distributiert, Leute fahren das vielleicht auch irgendwo weg, fahren das irgendwo hin, liefern die aus, bringen den Fernseher in entlegene Landesteile. Schwierig dabei ist natürlich, die Geräte sind im Land, werden benutzt, das Land hat aber kein funktionierendes Rücknahmesystem, so wie wir hier bei uns. So, das heißt, man kann davon ausgehen, dass selbst ein funktionierender Fernseher in Ghana über kurz oder lang auch wieder zu dieser Müllkippe kommt, weil da die Leute sitzen, die die Rohstoffe aus den Fernsehern wieder rausklauben. Ein sehr schönes Geschäftsmodell habe ich vor zwei Jahren auf dem Kongress kennengelernt. Es gibt also tatsächlich auch Leute in Ghana, die sich von den ganzen Computern, die sie da bekommen können, überwiegend die Festplatten ausbauen und diese nach kompromittierendem Material durchsuchen, um damit dann anschließend die reichen Europäer zu erpressen, die sie dann auf Facebook wiederum ausfindig machen können. Sicherlich nur ein sehr kleiner Teil, aber es ist vielleicht auch nochmal ein Grund dazu, warum man seine Festplatte mit Nullen und Einsen vollschreiben sollte oder sonst wie unlesbar machen sollte. So, das war der traurige Weg, den ein Gerät irgendwie in Richtung Export machen kann. Wir hatten den Export, wir hatten
die Deponie. Und wir hatten den eigentlich besten Weg, hofft man jedenfalls, in den Abfallhöfen, Recyclinghöfen, Wertstoffhöfen, you name it, von den Kommunen, die in der Regel die Geräte von privat kostenlos annehmen, einfach deswegen, weil der Betrieb ja irgendwie so ein Reinheitsgebot für die Region hat und deswegen sagt, wenn wir die Fernseher nicht kostenlos annehmen, dann werden sie sowieso in den Wald geworfen, also machen wir es lieber kostenlos. Wie geht es von da weiter? Also in Berlin ist es so, man stellt da seinen Elektroschrott in so einen Container, der von vorne offen ist und der wird dann peu à peu vollgemacht, wird dann zugemacht und geht dann irgendwo hin. Wenn man denn Glück hat, geht er zu so einem Zerlegebetrieb, wo dann die Leute das machen, was in Ghana gemacht wird, nur eben in sauber. Geräte werden also auseinandergeschraubt, in Material fraktioniert, weil ich habe das hier mal so ein bisschen mitgebracht. Was kommt am Ende dabei raus? Es gibt immer ein bisschen Buntmetall, das lässt sich ganz hervorragend bei der nächsten Stahlverhüttung irgendwie einsetzen. Es bleibt immer Kupfer und Kabelmaterial dabei. Dafür gibt es auch innerhalb Deutschlands gute Rücknahmesysteme. Und es bleibt am Ende der Platinenschrott. Das sind immer die grünen Motherboards oder sonstigen Platinen in so einem Fernsehgerät, für die es zumindest bei uns ganz spektakuläre Möglichkeiten der Recycling geht, kommt irgendwie gleich. Was eben auch noch passiert ist, dass es gab da in Schleswig-Holstein gerade den Fall, dass die Stadt Hamburg ihren Elektroschrott an den Dienstleister Behrendt und Neumünster geliefert hat oder von der Firma Behrendt hat abholen lassen. Und die Firma Behrendt ist ja auch nicht blöd, die nehmen einerseits, bekommen die Geld, dass sie den Schrott annehmen und andererseits haben sie sich wiederum Geld geben lassen von Leuten, die ihnen den Schrott wieder abnehmen. Also mit anderen Worten, da sind sehr viele Ghanaer auf dem Werksgelände rumgelaufen und haben das Material, was also die Stadt Hamburg Behrendt übergeben hat, wiederum zurückgekauft, mitgenommen und in Container getan. Also da gab es einen großen Skandal drum. Da kann man also auch nicht sicher sein, dass ein zertifizierter Dienstleister die Sachen zertifiziert zerlegt, sondern damit eben auch ein Zweitgeschäft macht. Zerlegebetrieb, Problem ist, das sieht immer sehr schön aus, das sind dann schöne weiße Werkshallen, wo das Fließband so durchläuft und die Leute die Geräte auseinanderschrauben, das alles schön auseinandertun. Das Problem ist, es ist hinten vorne nicht wirtschaftlich, das sind Pilotanlagen, die gut aussehen, aber nicht rentabel arbeiten können. Der maschinellere Weg, jetzt habe ich leider keine Bilder mehr dazu, ist tatsächlich, dass das Gerät so wie es ist, der komplette Router mit Gehäuse, Monitor, Fernseher, egal, geht in den Schredder, wird also dort in Zentimeter, nicht mal hier, in Fingernah, was ist das hier für eine Größe, in so Krümelmaterial zerhackt. Ja. Und das kann automatisiert fraktioniert werden, aber mit einem relativ, also ich meine, einfach ist, Metallteile holst du raus mit Magneten, okay, einfach. Ne? Dann wird Material nach Gewicht getrennt, ist auch sehr schön, da fährt so ein Förderband sehr schnell, jagt so die Teile den Berg hoch und dann hui, fliegt das alles so und die schweren Teile fliegen weiter als die leichten Teile. Und dann kannst du so schon mal trennen, nach schwer und leicht, so ein bisschen. Und dann, also so völlig durchgeknallte Systeme, ist wie gesagt, das Material fliegt, also fährt über so ein Förderband und dann gibt es da drüber eine Kamera, die so mit Fuzzy-Logik irgendwie zu fassen sucht. Ist es Plastik, ist es Metall, ist es rot oder blau? Und dann gibt es so lauter so Druckluftdüsen unter dem Förderband und immer wenn ein Teil, was das eine ist oder das andere, ist so pff, nach rechts, so pff, nach rechts, pff, pff, und da wird die ganze Zeit das Zeug durch die Gegend geschossen. Also sehr beeindruckend, was man da alles macht, um das Zeug wieder auseinanderzubekommen. Also gut, es ist skaliert, ja, soll ich noch mehr Müll haben, dann kann ich noch mehr Anlagen bauen. Aber ich finde es halt einfach schwierig, weil den Aufwand, den man da treibt, ist ja am Ende, ich meine, bei einem einfachen Gerät hier, wie hier guter alter Plasterrouter, wenn wir den auseinandernehmen, bleiben da zwei Kunststoffhälften und eine Platine. Und das habe ich schneller und leichter und einfacher gemacht als jede automatisierte Druckluft-Kamera-Fuzzy-Logik-Automatik. Das heißt, wir kriegen durch das Handzerlegen eine wesentlich höhere Reinheit der Rohstoffe.
tatsächlich so. Was passiert hier, habe ich es nochmal geschrieben, das Plastik, Plastik ist alles ABS, ABS ist irgendwie nicht so geil zu recyceln und das hatte ich eigentlich ausgemacht, verdammte Axt. Entschuldigung. Und die ABS lässt sich halt sehr schwer recyceln, andere Kunststoffe ein bisschen besser, aber da geht es ein bisschen voran. Da habe ich auch TED-Talks gehört, dass es so für ABS auch schon neue Wege gibt. Aber im Moment ist so, Plastikgehäuse, da kommt eigentlich nur der Heizwert wieder raus, der das Erdöl geliefert hat, der da mal bei der Produktion reingesteckt wurde, immerhin. Ne? Metall wird ohnehin gebraucht für die, also Stahl wiederum wird gebraucht für den Verhüttungsprozess, um wieder neues Stahl zu machen, den braucht man auf jeden Fall. Kupfer geht auch sehr gut, Aluminium wird auch bei der Neuproduktion wieder benutzt. So, und die Platinen, finde ich eigentlich total spannend, weil hier ist ja Elektronik drauf, hier sind goldhaltige Bauteile drauf, hier ist Silber drauf, Platin, hier ist eigentlich das ganze Periodensystem einmal drin. Und wie kriegt man das jetzt auseinander? Also tatsächlich kann man diese Platinen auch schreddern erstmal. Und dann wird es aber, also wirklich nicht schreddern, die werden gemahlen eigentlich. Die werden echt gemahlen, dass man da so ein Mehl eigentlich raus hat. Das Mehl geht dann in große Säurebäder, wo große Elektroden reingehalten werden. Große Edelstahlbleche. Und dann gibt es da, also das macht nicht man, ne? Das macht eine Firma in ganz Europa. Und auch die Platinen, die in Ghana irgendwie aus den Geräten rausgepult werden, kommen wieder nach Deutschland zurück, weil in Deutschland die einzige Bude ist, die aus diesen Platinen wirklich das Material wieder rausholt. Das ist die Firma Aurubis in Hamburg, das ist ein ganzer Stadtteil. Die hießen früher Norddeutsche Affinerie, machen seit 100 Jahren irgendwie Metall einschmelzen, haben sich irgendwann auf die Edelmetalle spezialisiert. Und im ersten Schritt hängen da also zwei Elektroden im Säurebad, man gibt unfassbar viel Strom drauf, Energie und an dem einen Ende passiert gar nichts und auf dem anderen Ende setzt sich so das Kupfer ab, herrlich. Und dann kamen sie so Kupferplatten, die man da so rausnehmen kann wieder, ist alles das Edelstahl runter, Platte weiter, wird weiter veredelt, wird nochmal irgendwie eingeschmolzen und so, um das wirklich 99,9% reinzumachen. Das ist, das ist eigentlich super, das Kupfer wird da komplett wieder neu gemacht. Also Aurubis, am Ende des Aurubis-Prozesses kommen da also wirklich Stangen, Rohre, Kabel, alles raus, was man für die Weiterverarbeitung von Kupfer eigentlich braucht. Und dann lässt man die Säure ab und dann gibt es da unten so einen schmierigen Klärschlamm drin, in dem dann aber andere Materialien drin sind. Das heißt, dieser Klärschlamm wird wiederum in ein anderes Säurebad getan. Also die haben wunderschöne Filme da auf ihrer Webseite, was sie da machen. Und wird dann mit einem weiteren Bad, wo dann in den Elektroden immer noch so Scheibenwischer immer die Oxidschicht immer wieder abkratzen, wird das irgendwie weitergemacht. Bam, bam, um es kurz zu machen, am Ende kommt da eine Platte Silber raus. Und es bleibt wieder so ein Klärschlamm-Dreck im Boden unten drin und aus dem wird dann im letzten Schritt das Gold rausgeholt. Und Aurubis produziert im Jahr 1,5 Tonnen Gold, nur aus Platinen. Finde ich wirklich geil. Am Ende von diesem Prozess sitzen da wirklich so Arbeiter, die dann so Gold in Barren gießen. Herrlich. Gut, das ist das reine Rohstoffrecycling. Ich habe das hier mal kurz abgeglichen, so, was man eigentlich noch machen könnte. Am Beispiel Indien, da wird nämlich sehr viel mit der Hand tatsächlich zerlegt. Natürlich auch unter katastrophalen ökologischen Bedingungen. Aber immerhin, es gibt eine sortenreine Trennung. Das ist also materialtechnisch ein sehr guter Fluss. Ist halt nur ausgesprochen unhöflich gegenüber den Arbeitern, die damit umgehen müssen. In China ist es noch ein bisschen anders. In China haben sie so ein bisschen rausbekommen, nee, Quatsch, also in China machen sie es eigentlich noch ekliger, weil
da gibt es so eine gewisse Tradition, dass es da so Stadtviertel gibt, wo es immer nur so ein Bauteil gibt oder so. Also dieses ganze Shenzhen funktioniert ja nur durch eine unfassbare Spezialisierung auf so kleine Inseln und so. Und es gibt dann da wirklich Leute, die also in größeren Stückzahlen diese Palatinen nehmen, von unten einfach Feuer machen, so lange, bis sich das Lötzinn aufweicht und dann quasi mit der Pinzette die Bauteile wieder runtersammeln. Das ist, wenn du die ganze Zeit in so einem Lötdampf stehst, da es macht die Lunge auch nicht lange mit, aber ist immerhin eine Möglichkeit, die Bauteile nicht einer Verwertung, sondern einer Wiederverwendung zuzuführen. Und ja, was machen wir daraus? Ich verfolge da so ein bisschen die Idee, dass es ja vielleicht, also in der Hacker-Szene gibt es ja das Repair-Café, die Situation, wo ich also Leute, die von dem Zeug Ahnung haben, den Leuten, die die Leute benutzen und nicht so viel Ahnung haben, helfen, ihr Gerät wieder instand zu setzen. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn denn die Geräte erstmal auf sind und man feststellt, schade, aus deinem Staubsauger ist nichts mehr zu machen, sagt einfach, gut, dann nimm doch den Schraubenzieher in die Hand und zerleg das Ding weiter. Und am Ende bleibt ein Haufen Kunststoffabfall, den wir halt leider in den Hausmüll tun müssen. Und am anderen Ende hier dieser Motor mit Kupferspulen. Und für spulenhaltigen Kupferschrott auf Motorbasis haben wir Rücknahmesysteme in Deutschland. Das würde gehen. Und um sich hier, und nicht zuletzt kannst du ja auch beim Zerlegen von so einem Gerät womöglich einen kurzen Blick drauf werfen, ob das eine oder andere IC oder dieser oder jener Schrittmotor oder der kleine Linearantrieb hier, ob man den nicht einer weiteren Benutzung zuführen könnte. Da muss man dann eben auch einen Blick für haben. Und am Ende, selbst wenn es eine große Anzahl uninteressanter Geräte ist, wie zum Beispiel hier dieser Plasterrouter, die ich vom Zerlegebahnhof, sage ich schon, vom Verstehbahnhof bekommen habe, kommt man am Ende zu einem Haufen Platinen, die dadurch, dass die Leute das einfach selber in Handarbeit gemacht haben, dadurch, dass wir die Geräte selber zerlegen zu einem eigentlich nicht lohnenden Stundenpreis, weil ich muss, wenn ich das Gerät zerlege und anschließend die Komponenten verkaufen kann, auch wenn es ein ganz, ganz kleiner Betrag nur ist, dadurch, dass ich sie verkaufe, weiß ich, dass sie den richtigen Weg nehmen. Weil irgendjemand, der dafür Geld bezahlt hat, um das von mir zu bekommen, hat ein wirtschaftliches Interesse daran, es irgendwie weiterzuverwenden. Und gerade so sortenreines Aluminium, also wenn man sie von irgendwelchen Rechnern die Kühlkörper abzieht und am Ende irgendwie so einen Berg Kühlkörper hat, oder wenn man womöglich Prozessoren hat, also so alte, ältere Mikroprozessoren aus Rechnern, da werden teilweise Preise bis 80 Kilo bezahlt, je nachdem, welche Rechnergeneration das ist. Also je älter, desto besser, weil da ist mehr Gold drin. Und hier wäre es eigentlich genauso, wenn ich hier eine Platine habe, die ich womöglich noch mit einigen Handgriffen so vorbereite, dass der Schredder in Hamburg bei Aurubis keine Schwierigkeiten damit hat, dann ist so eine Platine eben auch plötzlich wieder ein Wirtschaftsgut. Und man bekommt für Schredder geeigneten Platinenschrott, der einigermaßen goldhaltig ist, 6 bis 8 Euro pro Kilo. Das ist das Geschäftsmodell von dem Georg, der halt die Geräte da zerlegt, bei dem ich so viel gelernt habe. Und in dem Augenblick, wo es halt ein Wirtschaftsgut wird und jemand dafür Geld bezahlt, ist es auf dem richtigen Weg. Ich meine, ich bringe ja meine Pfandflaschen, Glaspfandflaschen wohlgemerkt, bringe ich ja auch weg, obwohl ich da am Ende nur irgendwie 15 Cent für bekomme. Das lohnt quasi den Weg nicht da zum Markt zu gehen deswegen, aber ich habe das gute Gefühl, dass wenn der Kaufmann mir dafür 15 Cent gibt und am Ende das wieder gewaschen und befüllt wird, dann scheint da ja ein wirtschaftliches Interesse hinterzustehen und dann funktioniert das Ganze auch. Das ist bei den Plastikpfandflaschen irgendwie was anderes, die sind ja mit einem Zwangspfand belegt, was nicht mehr dem wahren Wert entspricht, aber bei den Glasflaschen ist es so und genau das könnte ich mir vorstellen, sollte man einfach für Platinen bekommen. Einfach ein Gefühl dafür, dass eine Platine, die für elektrisch Hot Recycling geeignet ist, dass man der irgendwie einen anderen Tribut zollt, eine andere Aufmerksamkeit gibt.
Und wenn die, brauchst du natürlich das Know-how. Und da hoffe ich vielleicht einfach auf die Szene, dass man dann einfach sagt, wenn ich hier einen Haufen irgendwie Altgeräte plötzlich vor mir habe, warum denn einfach nicht sagen, lass uns die gemeinsam zu einem Wirtschaftsgut, zu einem Rohstoff verarbeiten. Der Arbeitseinsatz bezahlt vielleicht maximal das Bier, das wir währenddessen trinken, aber danach gibt es einen Haufen sortenreinen Metall-, Elektronikschrott, der dem Herstellungsprozess wieder zugeführt werden kann. Ja, so sieht das hier bei dem Georg da aus. Stahl, Platinenschrott und Kupfer. Ja, ist vielleicht eine crazy Idee, aber vielleicht ist das eine Idee bei euch im Hackerspace, beim Repair-Café, einfach zu sagen, hey geil, Altgerät, nicht, das will ich haben, da kann man noch was Tolles bauen. Nein, das ist Altgerät, das kann ich zerlegen und anschließend, wenn der Raum im Keller voll ist, fahren wir den einmal weg und bekommen dafür noch ein bisschen Geld. Und wenn einem das Wegfahren irgendwie zu blöd ist, was man auch machen kann, warum denn nicht? Ich habe mir schon gedacht, hier von diesen ganzen Routerplatinen, die werfen wir auf einen Haufen, machen ein Foto davon und geben an, wie viel Gewicht das ist und dann möge die allwissende Müllhalde, dann möge eBay bitte festlegen, was der gerechtfertigte Preis für so einen Haufen Platinenschrott ist. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Wer noch Altgeräte, Telefone, Handys, Computer abgeben möchte, gerne hier bei mir. Und ansonsten stehe ich auch gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Ja, dankeschön. Also verschenken ist nicht immer der richtige Weg. Gibt es Fragen? Traut euch da hinten. Da laufen schon die ersten los. Ja, her, nicht weg. Schön. Ja, her, nicht weg, genau. So. Ja, meine Frage ist, warum machen wir es nicht einfach industriell? Also wir haben die Fertigung von Geräten, die ist von vorne bis hinten durchoptimiert. Da ist jeder letzte Cent raus optimiert. Das ist hochautomatisiert. Wir haben jetzt ja im Prinzip zumindest mal in Deutschland die Lieferanten schon mal so weit, die müssen alte Geräte zurücknehmen. Warum drucken wir nicht auf die Geräte einen QR-Code drauf hinten, dass ein Roboter dann weiß, aha, das ist das Gerät, das muss ich so und so zerlegen, dann macht und dann nachher kommt dann eine schredderfertige Platine raus und die ganzen Kabel sind auch alle irgendwie schon aussortiert. Das kann doch so schwer nicht sein. Die andere Richtung haben wir doch auch ganz gut im Griff. Nicht so schwer. Genau, das kann doch nicht so schwer sein. Naja, zum einen zerlegen wir hier ja Geräte, die auch durchaus mal 20 Jahre alt sein können. Das heißt, wenn man jetzt selbst sofort anfangen würde, lass uns das jetzt ordentlich und in den Griff kriegen, dauert es noch mindestens 20 Jahre, bis alle Geräte durch sind. Es gibt von Apple so eine Greenwashing-Anlage, wo die irgendwie so einen Roboter haben, der alte iPhone 6 irgendwie so 150 Stück pro Stunde irgendwie einigermaßen zerlegt. Das ist sehr schön anzusehen, taugt aber nicht den industriellen Maßstäben. Und dann, glaube ich, ist das größte Problem der Grauimport halt durch Amazon, weil klar, wenn ich irgendwie das Gerät kaufe von dem Hersteller und da gibt es alle Dokumentation und alles für, dann wird das gehen. Aber es gibt immer Geräte, die auf den deutschen Markt kommen, die nicht, die nicht ROHS zertifiziert sind, die mit bleihaltigem Lot und so weiter gemacht sind. Also das ist, da müssten die Hersteller alle an einem Strang ziehen und am Ende wird es einfach mal Geld kosten und der sagt sich dann, warum soll ich denn hier einen perfekten Rücknahmeprozess vorbereiten, wenn es für mich keinen finanziellen Anreiz gibt. Ne? Aber natürlich hast du recht und es gibt auch ja die Bestrebungen, Geräte schon so zu fertigen, dass sie sich leicht reparieren oder womöglich auch leicht zerlegen lassen. Ich meine, ein Vorteil ist ja schon, eigentlich egal welches Gerät in Plastik du auseinander nimmst, es gibt immer den Hinweis, welches Material das eigentlich ist. Es gibt immer diesen ABS oder PP-Stempel oder so. Es ist nie so, dass du sagst, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, ich muss ja erstmal eine Brandgeruchs- oder sonst Chemieprobe machen. Nö, es steht in der Regel drauf. Aber ja, es wäre sehr schön, aber dazu müsste man nur kurz mal alle Hersteller weltweit an einen Tisch kriegen und dann wäre das Problem auch schon gelöst.
Weißt du bei dem Aurubis-Prozess, was aus dem größten Teil der Platine wird, also dem Harz und dem Glas? Ich nehme an, das wird ähnlich wie Klärschlamm behandelt. Ich weiß es nicht. Okay. Wird also nicht thermisch oder so verwertet? Weiß ich, glaube, man macht ja gerade deswegen Platinen, weil sie ja nicht brennen. Ne? Also ich glaube, thermisch verwerten kannst du ganze Gehäusesachen super, aber bei den Platinen, was da am Ende überbleibt, keine Ahnung, müssen wir mal fragen, was der Aurubis-Pressesprecher auf die Frage so vorbereitet hat. Okay, danke. Da kommt die nächste Frage. Ja, also ich habe sogar zwei Fragen. Die erste wäre so ganz allgemein, man verbrennt ja das Plastik und da wird jetzt CO2 emittiert. Warum speichert man das nicht einfach? Warum schmilzt man das zum Beispiel zum Block ein und spart sich die CO2-Emissionen? Also mit Plastikrecycling, Plastikwiederverwendung kenne ich mich nicht so aus. Aber da das ein sehr großes Feld ist, wird da, glaube ich, gerade auch sehr viel geforscht. Also bis hin zu, ich möchte eigentlich aus dem Material vor allem Filament für meinen 3D-Drucker bekommen. So, weil das ja irgendwie das Material schlechthin gerade ist. Es gibt einfach keine geeigneten Systeme. Und ich meine, thermische Verwertung, ich weiß nicht, ob sich die, also es ist ja immerhin so, dass Müllheizkraftwerke teilweise gelben Punktmüll einkaufen müssen, damit es weiter brennt, weil die nicht genug durch hohe Recyclingquoten keinen ordentlichen Brennprozess mehr hinbekommen und deswegen endlich wieder Plastikmüll brauchen. Und wahrscheinlich könnte man da dann auch ABS-Routergehäuse dazu werfen. Aber also erstmal sagen, ich mache jetzt hier aus dem Gehäuse ein Stück Brennblock, also ein Stück Kohle, wenn du so willst, den ich dann reinfeuere, wenn ich ihn brauche. Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil du kannst das Material ja auch sonst geschreddert so lange vorhalten, bis du es in irgendeinen Prozess tust. Aber der Weg müsste eigentlich sein, ein geiles Recycling-Konzept für ABS zu haben. Und ich habe da mal einen TED-Talk gehört, da gibt es auf jeden Fall Entrepreneure, die da scharfe Dinge irgendwie vorhaben und auch schon explizit sagen, wir kaufen das Material an, was bei euch nach dem Magnet abtragen, rausfällt, Schredder, Mischschrott oder so, das ist so eine eigene Abfallkategorie und da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen, was draus zu machen, weil wenn du aus dem Zeug Geld machen kannst, das ist wirklich aus Scheiße Gold machen. Und? Ich hätte noch eine Frage, du meintest ja, dass das Auseinanderlegen eigentlich die effizienteste, also die ökologischste Methode zumindest ist, nicht die wirtschaftlichste. Es gibt ja, soweit ich weiß, auch eine Steuer oder eine Gebühr, die Elektronikhersteller in Europa dafür zahlen müssen, dass sie Geräte produzieren für den Müll. Warum macht man die einfach nicht höher, dass man damit dann auch das Zerlegen der Geräte bezahlen könnte? Da hängen bestimmt wieder Arbeitsplätze dran. Der Weltuntergang wird sehr viele Arbeitsplätze kosten nebenbei. Kann man immer mit Steuern versuchen, irgendwo gegen zu steuern, aber wüsste ich nicht, wer da. Ich meine, klar, es gibt viele Wege, um irgendwas gut zu besteuern, aber es wird immer irgendwie drumherum gehen oder ach, weiß nicht. Also nette Idee, aber funktioniert nicht. Am Schluss gewinnt der Kapitalismus, ne? Ja. Gut. Dann doch wieder so schnell. Doch wieder so schnell fertig geworden. Tut mir doch leid. Wieder so schnell fertig geworden. Das ist aber gar nicht schlimm. Vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag und vor allem das Beantworten der Fragen. Dafür wünsche ich mir zum einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Lasermax. Ja. Wer noch Altgeräte hat, ich bin genau da geradeaus in dem Zelt. Eure Chance, euren Kram zurück loszuwerden. Ich glaube, ich habe ein, zwei Leute, die schon ihre Handys zerlegen. Geschrottet haben. Ja. Ich schicke die dann mal rüber. Gut.